Was geht? Willkommen bei Clean and Right. Endlich mal ein Video von mir wieder hier. Es gibt kräftige Neuigkeiten. Und zwar, ich ziehe hier aus der Halle aus und habe mal richtig eingezogen und direkt mal raus hier wieder. Ne? Ich bleibe auf dem Grundstück. Ich bekomme heute Mittag den Schlüssel. Und dann gibt es eine richtig geile Halle. Weil, ich zeige es euch nochmal kurz. Moment. Die Halle kennt ihr ja mittlerweile. Da waren 2, 3 Videos. Aber das wird umgebaut hier. Da kommt eine Motorradstellplätze, kommen da rein. Das wird da vorne zugemacht. Kommt hier in die Wand, kommt ein Eingang durch die Halle hinten dran. Und da kommen einzelne Motorradstellplätze hin. Und ich ziehe auf dem Gelände in eine neue Halle, die richtig geil ist. Die ist komplett frisch renoviert mit weißen Wänden, geilem Boden. Hat 100 Quadratmeter. Absolut cool. Ich meine, das war auch cool hier, aber es ist, wie es ist. Und drüber wird es auf jeden Fall besser. Heute Mittag kommt der Eigentümer. Mit dem berät ich noch den Rest, wie es weitergeht. Ich bin momentan auch ein bisschen gesundheitlich angeschlagen. Ich bin operiert worden. Das heißt, ich kann jetzt hier keine große Hepfer machen. Aber ich werde Hilfe haben für heute, dass wir die Sache rüberschleppen. Oder morgen. Ich mache dann den Dirigent. Dann warten wir bis heute Mittag. Und für euch geht es eigentlich jetzt weiter. Bam! Oh, was hat sich denn hier getan? Echo! Hier ist leer. Wupp! Die Mainzelmännchen waren da. Und jetzt schauen wir mal, wo wir jetzt sind. Viel Spaß dabei! Da ist sie, die neue Halle. Ich hoffe, euch gefällt sie genauso wie mir. Ich bin mega happy. Endlich mal gescheites Licht. Hier, Moment. Hier an die Wände kommen noch natürlich Lichter dran. Und hier drüber auch. Dass man im Endeffekt hier schön ein Auto aufbereiten kann. Gibt man auch 2 rein, aber es geht hier um Detailing und nicht um mal geschwind das Auto aufpoliert. Hier habe ich so das Gröbste, was man so benutze. Ist hier alles drin. Wo sind die Schieber schon eingeräumt? Zum Beispiel da. Die Sache. Ja, muss man noch alles schön einräumen. Da Menzena, Fösch, alles Modave, Sonax. Da die Versiegelungen. Von dem muss ich noch Videos machen. Reifert Lanz kennt ihr ja schon. Ja. Ich habe jetzt kurz Besuch gehabt, Leute haben mir das da rübergetragen, bin ich auch mega happy, weil wie gesagt, ich kann gar nichts lupfen. Hier ist so erstmal das Chiller-Eck, hier die ganzen Maschinen, hier alles, was doppelt und dreifach ist. Hier ein Spin, den haben wir noch geschenkt gekriegt, den müssen wir noch aufbohren hier, weil der ist noch zu, aber den finde ich ganz cool, um Sachen reinzutun. Hier die Stahlwerkhelme, ja, jetzt kann es losgehen hier.
Werkzeugwagen ist auch hier. Also hier haben wir echt mega Platz. Der Boden ist richtig geil. Ich probiere das mal im Handy. Der funkelt da schön. Ohne Momente. Ich weiß nicht, ob man das sieht auf der Kamera, aber er sieht auf jeden Fall sehr nice aus. Ja, mein Motorrad steht auch hier. Hier kann ich das schön am Strom anschließen. Hier haben wir Strom. Strom gibt es hier genug. Ja, noch diese LEDs da oben. Diese Leuchtstoffröhren umtauschen. LED mit 6000er Kelvin. Habe ich so empfohlen gekriegt. Das soll so das beste Licht sein. Hier an die Wände Licht. Überall noch ein bisschen Licht. Ein paar Regale noch. Dann geht's hier ab. Also, ihr habt gesehen, es hat alles ein bisschen gedauert momentan. Jetzt wisst ihr ja warum. Ich hoffe, dass es mir bald auch besser geht, sodass ich hier wieder voll reinhauen kann. Es wird jetzt öfters mal jetzt wieder ein Video kommen, versprochen, weil jetzt habe ich den Platz. Jetzt muss keiner mehr Rücksicht nehmen, ob jemand in Halle ist, ob es laut, leise ist. Ich schließe hier ab und das Ding ist zu. Ich mache auf und ich habe meine Ruhe. Also das heißt, ich gucke, dass ich jetzt zumindest mal ein Video die Woche hochladen kriege. Wenn es 2-3 sind, ist es umso besser. Aber ich verspreche euch mal lieber nichts mehr, dass wieder im Monat nichts kommt. Ja, das ist von mir hier mal eine Message an euch. Location ist da. Schauen wir, wie es weiterläuft. Und vielen Dank, dass ihr dabei bleibt. Die, wo neu sind, lasst gerne ein Abo da. Hier wird viel passieren in nächster Zeit. Und haut rein. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao.